Hey Leute und willkommen zum Kampf gegen Moonlord. Ach ja, wundert euch nicht, ich habe schon gegen ihn gekämpft. Die Aufnahme wurde nicht aufgenommen sozusagen. Aber ich habe extra versucht, jetzt nachzustellen. Ich habe keine Moonlord-Sachen an. Hier die Käferrüstung, hier benutze ich das besessene Beil. Hier sind die ganzen Sachen, aber die verwende ich nicht. Was ich euch empfehle, wenn ihr Moonlord besiegt habt, zweimal müsst ihr ihn besiegen. Ihr braucht die komplette Rüstung und einen Stab, den zeige ich euch später. Falls ich mich dran erinnere. Okay. Jetzt dürfte er gleich kommen. Okay. Der Kampf wird nur länger dauern. Ich habe den schon mal geschafft, also ich werde es noch mal schaffen. Erstmal sich zu beruhigen. Ist immer spannend gegen ihn zu kämpfen, außer du hast die Rüstung. Damit kriegst du ihn so leicht tot. Komm schon. Wie lange dauert das denn? Da ist er. Moonlord, so sieht er aus. Wir hatten aber schon mal gegen ihn sozusagen gekämpft. Besessene Beil ist da eigentlich richtig gut drin. So. So, zack. Ja. Wenn er das macht, diesen Strahl da. Oh fuck. Oh. Oh. Mann, manchmal finde ich einfach dieses Mausteil nicht. Gott. Zack. Also so gewinnt ihr einfach hier. Also dann ist nur die Frage der Zeit. Wenn ihr keine Fehler macht und zu spät zur Heilerin kommt, dürftet ihr eigentlich Probleme schaffen. Boah, so knapp. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und wieder zur Heilung. Nach dem Strahl immer am besten zur Heilung gehen. Okay. So. Ich habe aber auch schon viel getan. Wow. Oh. What the fuck? Das war knapp. Das war knapp. Damit habe ich nicht gerechnet. So. Okay.
Ach ja, und falls ihr euch fragt vor der, wie heißen sie nochmal, um die Heilung müsst ihr euch nicht sorgen, selbst wenn sie Damage bekommt, die heilt sich so schnell. Ich habe sie versucht mal umzubringen, es geht nicht. Ist unmöglich. Fuck. Seht's. Ihr, die ist wieder voll. Einfach voll. Ist dir egal, dass der Moonlord gerade ungefähr irgendwelche Sachen auf ihr wirft. Piraten. Hä? Wollen die mich verarschen? So. Bald ist das erste Auge fertig. Aber ich finde, der Kampf ist gut gemacht. Ich finde, der... Es tut mir leid, falls ich ein bisschen gelassen bin. Das ist einfach... Ich habe ihn halt schon mal so besiegt. Tja, kann man Fehler machen, aber... Ist gut. Aber dass ich nicht viel rede, ist ja wohl verständlich. Man muss sich hier konzentrieren. Es geht nicht mehr. Ich will ja nicht hier sterben. Ja, stimmt, bringt nichts. Oh, wo? Das war knapp. So. So, bald habe ich das erste Auge hinter mir. Und ich habe den anderen schon ziemlich viel Schaden gemacht. Scheiße, auch nicht diese Piratentypen tötet. Wäre nicht praktisch. Oh Gott. Was wird man bis jetzt mit Beilen los? Oh Gott. Okay. Kurze Pause. Sehr verständlich. Oh Gott. Oh. Und gleich wieder zurück. Dass mich das nicht getroffen hat. Jetzt wäre ich tot gewesen. Erstes raus. Erster Auge. Das wahre Auge von Cthulhu ist das. Jo. Machen einfach so viel Damage. Ziemlich unpraktisch, wo sie gerade steht, aber dann muss ich überleben. Komm schon, geh raus. Aber am schlimmsten wird sowieso das Herz sein, wenn die ganze Zeit diese Augen um mich herum fliegen. Gott, oh Gott, oh Gott. Zweite Auge ist raus. Oh Gott.
Aber man kann auch die einfach nicht töten, das nervt am besten. Ich komme erst raus, wenn der... Okay. Mann, es ist nicht mehr viel. Nicht mehr viel. Aber der versteckt die ganze Zeit sein Auge. Das nervt ein bisschen. Ah, da ist es wieder. Sein Herz ist offen. Jetzt kommt der schwierigste Teil. Ich muss schon direkt wieder heilen gehen. Es ist einfach nur diese Augen. Manchmal finde ich einfach meine Maus nicht. Wie viele Events wollen noch kommen? Das Praktische ist, man kann ihn durch eine Wand schlagen, das Herz. Oh Gott. Ihr seht, es ist nicht leicht. Halt mit dieser Rüstung, es ist so einfach. Bist tot. Wenn ich mich nicht irre, dürften die nach einer Zeit weggehen, die Augen. Bei mir waren sie am Ende irgendwie weg. Ich weiß nicht wieso. Kann auch sein, dass das irgendwann so ist. Dass das vereinfacht wird, damit ich nicht die ganze Zeit hier so... die ganze Zeit heilen muss. Aber man kann sie auch nicht kaputt machen. Jo. Oh Gott. Oh Gott. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Friss. Komm schon. Kann das nicht durch dieses Teil da drauf. Friss das. Boah, hab ich aber viel Damage einstecken müssen, ne? Da halt sich schon wieder. Das gibt's hier doch gar nicht. Das ist hier eine Unverschämtheit. Das Beste ist, wenigstens macht der Strahl nicht so viel Schaden wie bei dem, als er noch an seinem Kopf hing. Was auch immer sie sich gerade einwirft, ich weiß nicht. Um sich zu heilen. Die hätte ich nämlich auch gerne. Solche komischen Gabeln oder... Wenn sie einen voll heilen, dann hätte ich die wirklich auch gerne. So, weiterhin. Irgendwie habe ich gefühlt, er hat mehr Leben dazu bekommen. Ist das normal?
gefühlt kriegt er mehr Leben. Wohin gehst du? Mann. Will sie mich hier... Yo! Jetzt kommt doch noch das Schiff. Wollt ihr mich verarschen? Ich hab schon genug zu tun mit dem. Ich kann auch mal die Augen verschwinden. Wenn wie die auch einfach verschwindet. Schade, geht nicht. Ich kann nicht über die Decke mich heilen. Das erste Auge ist weg. Wie gesagt, die gehen mit einer Zeit weg. Ich weiß den Grund zwar nicht, aber... Tut mir leid, dass ich hier gerade die Nase voll gelatscht habe. Aber wenn die Augen weg sind, dann macht er nicht mehr so viel Schaden. Weil der meiste Schaden kommt von den Augen. Dann machen nur noch diese Teile hier Schaden, aber die sind auch nicht sehr viel, sag ich dazu. Es geht, ich muss mich trotzdem von der Heilung heilen lassen. Jetzt nicht, dass ich mich einfach nicht heilen lassen kann. Oh. Jo, ich glaube, das zweite ist schon weg. Zwei sind schon mal weg, eins ist noch da. Ich glaube jetzt das dritte auch. Ah ne, ist noch da oben. Drei Augen weg, fehlen nur noch eins sozusagen. Aber gefühlt regt er immer sein Leben. Ja, ich habe halt gewartet, bis diese Augen weg sind. Das dauert halt immer eine Weile. Jo, Rundumstrahl. Ich weiß nicht, wieso sie abhauen. Vielleicht kann es mir mal jemand sagen. Vielleicht bin ich zu stark für ihn. Die Augen. Nicht zu stark. Oh Gott. Wahrscheinlich, um es zu vereinfachen, gehen diese Augen irgendwann weg. So. Der hat fast wieder voll live. Ach, komm schon. Jo, der regt dann wieder einfach. Interessiert ihn nicht. Ich glaube, das hat irgendwas mit diesen Teilen zu tun, mit diesen Flammen. Bin ich mir nicht sicher. Mit diesem komischen Mund, Teil, das mich die ganze Zeit angreift. Oh Mann, ich habe wieder so viel Scham bekommen.
Okay. Oh. Das wahre Auge von Cthulhu. Dieses eine Auge weg. Die anderen sind bisher auch weggegangen. Hör mich doch. Immer noch da. Oh mein Gott. Wir sind unter 3000. Nein, ist immer noch nicht weg. Jo, reicht es dann einfach 10.000? Ist dem egal. Dauert noch eine Weile. Oh, danke. Verschwindet dieses Auge. Tut mir leid, mein Auge hier kurz. Oh Gott. Oh Gott. Es ist nicht leicht. Aber wer sagt auch, dass es leicht ist? Sonst wäre es ja nicht der Endboss aller Endbosse. Halt einfach wieder. Ah ne, halt immer 1000, nicht 10.000, sorry. Aber 1000 kriege ich eigentlich ganz gut wieder erledigt. Weg mit der Heilung. Der wieder 2000. Ey. Ich verstehe nicht, wieso er heilt. Wenn ich diese. Oh, wenn ich diese Rüstung habe, dann heilt er nicht. Heilt er immer, wenn er dahinter ist? Und so schnell. Das ist unmöglich. Die wollen mich doch wohl verarschen. Der hat ja gleich wieder voll. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe auch gar nicht, wieso er weg. Einfach, wenn ich dahinter gehe. Weg da einfach. Ist so manchmal 4000, manchmal 2000, manchmal 5000, wenn es noch geht. Ja, hier wieder 2000 geheilt. Oh Mann. Ich verstehe auch nicht, bei dem anderen hatte ich dieses Problem nicht. Eigentlich müsste dieses Auge auch schon mal verschwinden. Mal.
Ist es jetzt weg? Nein. Vielleicht ist es dieses Auge, wo ich so lange gebraucht habe, rauszuholen. Jetzt ist extra lange. Das war so eine Zusatzrunde. Ist jedenfalls wieder geschafft, wieder in halbwegs auf 30.000 Schaden zu bekommen. Damit er hier gleich von 1.000 nicht auf... Irgendwie hält er jetzt nicht mehr so stark. Weil dieser komische Band nervt mich, wenn er das... Okay, da hat er wieder 1.000 Gold, 2.000. Wieso nicht? Lass den Kampf noch länger rauszögern. Nein, das ist immer noch da. Immer noch. Okay. Aber ich finde, der Endboss ist richtig cool gemacht worden. Bleibt aber auch extrem lange. Normalerweise gehen diese Augen weg. Man hat's ja gesehen, die anderen zwei sind auch weggegangen. So. So. Jetzt, nein, das Auge ist immer noch da. Halte noch mal 1.000. Aber langsam kriege ich ihn down. Langsam kriege ich ihn down. Ich muss halt immer weniger die Heilung verwenden. Weil sonst heilt er... Mama schlägt Moonlord. Erstmal muss ich ihn wieder auf die bringen, wo ich vorher war. Wie viel Leben hat er noch? Oh, ich bin auf 1000 Ebene. Juhu! Pirat wird von was getötet? Vom Piraten oder was? Oder war er hier oben? Wenn er hier oben war, dann ist er vom Moonlord gestorben. Boah, ich mach das immer so knapp, dass... Ihr solltet es nicht so knapp machen. Vielleicht solltet ihr auch nicht den Moonlord in euer Haus zu bekämpfen. So bekämpfe ich ihn halt. Wieso? Weiß nicht, weil ich eigentlich so ziemlich durch bin mit dem Spiel. Ich brauch die auch nicht mehr. Gucken wir mal, ob ich durchkomme. Oh, habt ihr gesehen, wie wenig Leben ich nur noch habe? Der sich voll heilen kann, dann wird das zu OP sein.
war eigentlich der Pirat? Irgendwie dieses 2000 schon wieder. Mal, jetzt kannst du mich mal am Arsch lecken. Zack, zack. Immer dieses Band. Immer wenn er das macht. Band will ich weghaben. Ey, verschwinde mit diesem Band. Ich hasse, wenn das passiert. Ich finde einfach dieses Mausteil nicht, weil das rot ist. Und das ist total unauffällig. Seht ihr das? Seht ihr die Maus? Das ist richtig... Ich hab das richtig komisch gemacht. Die ist kaum zu sehen. Ich sehe sie jetzt, weil ich mehrmals gegen Moonlord gekämpft habe und mich mehr auf sie konzentrieren musste. Muss ich aber richtig darauf konzentrieren. Ich glaube, das Auge ist weg. Ja, es ist weg. Halleluja. Der ist ja aber extra lange geblieben. Normalerweise gehen die viel früher weg. So. Und wundert euch nicht, dass ich zu ihm Moonlord sage, obwohl er Mondherr heißt. Mondherr Kern. Ist überhaupt, sieht auch nicht aus wie ein Herz oder was. Das ist das... Jedenfalls, da heißt in Englisch Moonlord. Das hört sich viel besser an als in Deutsch. Wieso ich so auf Deutsch spiele, kann das mir schon mal. Und ich hab's gleich hinter mir. Und... Das war's. So, wie gesagt, es geht mit diesem Equipment. Es geht, es ist schwerer. Aber... Oh, ich habe noch einen Last Prison. Und mit noch einem meine ich wirklich noch einen. Was weiß ich, stimmt hier das? Portal Gun, gerade brauche ich gerade nicht. Wieso ich diese Rüstung viel zu OP finde, kann ich euch mal gleich zeigen. Jo. Mal hier rüber gehen. Es gibt einen Grund, wieso ich denn so viel zu diese Rüstung richtig OP ist. Die hat mir auch mein Freund empfohlen. Damit kriegt man Moonlord easy down. Da muss man nur an der Heilerin stehen und dann stirbt er schon. Ja, ja. Ich lüge nicht. Falls jemand weiß, wie diese Rüstung funktioniert, dann weiß er, was ich meine. Wo ist die Videorüstung? Aber die Rüstung ist ja auch richtig stark. Die Nebula-Rüstung. Und ich finde, die sieht auch cool aus. Jedenfalls mein normales Equipment. Last Prison. Ah ja, kann mir vielleicht jemand weiterhelfen. Ich weiß jetzt nicht, ob mystisch die beste Verzauberung ist, die man für den kriegen kann. Oder mörderisch, meine ich. Brauche ich nicht. Zack. Zack. Terrarium auf jeden Fall. Weiter rum. Zack. Dürfte ich eigentlich alles haben. So. Seht, ich habe diese Rüstung. Vorher muss ich noch kurz das hier machen. Zack. Der macht ja 100 Schaden. Und guck mal jetzt. Guck mal. Bumm. Richtig OP. Drache. Und da muss man einfach dort stehen. Und sozusagen bei der Heilerin und sich die ganze Zeit heilen. Der hat zwar nicht sehr viel Rüstung, das muss man wirklich sagen. Das ist ein bisschen bitter, Rüstung. Na gut, der erledigt alles hier in meiner Nähe. Den müsst ihr aber auch craften vom Monat Sachen. Und ich habe hier Terrarium. Auch richtig heftig. Und das Last Prison ist recht. Richtig OP. Boah, wie viel Geld hier einfach liegt.
bräuchte ich auch, weil ich habe ziemlich viel Geld für Moonlord ausgegeben. So, hier ist der Kampf nochmal nachgestellt. Ich hoffe, es hat's aufgenommen. Upsala. Ja, es hat's aufgenommen. Jedenfalls richtig OP, dieses Taktik. Die habe ich von meinem Freund. Man kann das wirklich ohne... Wie heißt sie nochmal? Ah, hier sind diese Illuminat-Dinger. Aber die brauche ich ja nicht mehr. Goldene Truhe. Oh, die sieht cool aus. Zack. Goldklopf brauche ich nicht. So. Eigentlich war es das so ziemlich. Ich muss zwar noch diese Kürbis, aber ich weiß nicht, ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr wollt, wie ich sie besiege. Halt mit Moonlord Equipment ist das extrem leicht. Aber man kann ja Moonlord da schon besiegen. Das heißt, es ist zwar wahrscheinlich nicht gewollt von denen, aber man kann's. Hier sind die wertvollen Materialien. Hab jetzt mittlerweile alles eingelegt. Portal Gun habe ich schon. Die ist auch richtig witzig. Nehme ich einfach mal die Portal-Gun. Das hier ist einfach so ein Loch, also ähnlich wie so ein schwarzes Loch, wo ein Strahl rauskommt. Ich finde das voll witzig. Warte mal kurz. Zack. Hui. Voll witzig. Fun. Hat Spaß. Oder richtig ist es witzig, ist wenn das passiert. Ah, ne, das geht leider nicht. Achso, da muss ich. Okay. Ah, ich komme hier nicht mehr raus. Oh Gott. Ist aber witzig. Ich komme hier nicht raus. Ah. Richtig witzig. Portugal macht Fun. Aber die kann man nicht gebrauchen, einfach. Weil ihr könnt nicht damit weit schießen, weil guck mal. Oh, doch geht. Und rein. Rein. Was ich vielleicht machen könnte, wäre hier. Zack. Hier ist ja die Heilung. So, perfekt. So kann man sie gebrauchen. Upsala. So, zack. Okay, das war's sozusagen mit Terraria. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ich noch die Kürbiswelle, die... Also die, wie heißt es mal, den Kürbismond und die Frostmond machen soll. So heißen die. Die Version habe ich schon, ich habe eigentlich fast alle. Und Duke Fishman, stimmt, den gibt's auch noch. Aber die sind mit Moonlord Equipment einfach nichts gegen den. Oder hier den. Oh, hier, das ist auch richtig heftig, Mond-Eruption. Okay, das war's dann für die Folge. Ich habe den Kampf nachgestellt. Ich hoffe, euch hat der Kampf gefallen. Bitte lasst ein Like da, dass ich Moonlord besiegt habe. Und dieses ganze Equipment, das ich hier jetzt gerade habe. Ich habe alle Drops im Moonlord-Teil überhaupt droppt. Hier alle Rüstungen, die ich brauche. Und dann sehen wir uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.